Immer noch draußen unterwegs, immer noch Money, Money. Wir wollen immer noch Money, Money. Ich bin in meiner Hut. Immer noch draußen unterwegs, immer noch Money, Money. Wir wollen immer noch Money, Money. Ey, ganz kurz, Freunde, jetzt mal Spaß beiseite, Alter. Was ist da los, Bruder? Was ist los, Alter? Ich hab gesehen, Kevin Volta, sein Kampf. Bruder, was passiert? Was passiert? Ich schwöre, Universum, was ist da los, Alter, ja? Habt ihr den bezahlt, dass er so macht, oder was? Ich schwör's dir, Bruder, der Typ hat maximal Rekord gebrochen. Maximal, Bruder. Der Bray hat 2 K.O.s innerhalb von 60 Sekunden kassiert. Ich schwör's, ich checke nicht, was passiert, Bruder. Ganz ehrlich, guck mal, ich habe sehr viel Respekt davor, wenn jemand in den Ring steigt. Sag ich euch ganz ehrlich, Alter, weil dafür braucht man Eier, Bruder. Ja, das ist, glaube ich, die höchste Form, Bruder, in der Öffentlichkeit wirklich Mumm zu beweisen, ja? Sich zu messen mit Männern in Ring, mit Boxern, ja? Boxhandschuhe anzuziehen, Bruder, in den Ring zu steigen, zu kämpfen. Ich sage euch ehrlich, ich feiere das. Ich finde das krass. Ich bin kein Boxer, Alter. Ich würde selber gar nicht, ich hätte gar nicht den Mumm dazu. Weißt du, was ich meine? Aber okay. Ein Kevin Volta hat sich jetzt dazu entschieden, in den Ring zu steigen, ja? Zu kämpfen. Wie ein Mann, Alter, ja? In den Ring zu steigen. Ich glaube, Kevin wollte sogar gegen vorher gegen Synergy boxen. Hat das so angefangen, die ganze Geschichte? Ich glaube, so hat die ganze Geschichte angefangen. Ja, Kevin wollte gegen Synergy, Bruder. Nach diesem ganzen Skandal, Sinan ist raus, dies und das. Universum hat den auch fallen gelassen, distanziert. Bam, Bruder. Kevin wollte. Warte, ich bin schon zu weit. Kevin wollte hat ja auch gegen einen Profi gekämpft. Lass uns mal ganz kurz diesen Kampf sehen, Alter. Boah, Bruder, ich verstehe das nicht, ja? Ich verstehe das nicht mehr. Ich schwöre, Bruder. Der Bray, der hat jetzt 2 Kämpfe gehabt, 2 K.O.s innerhalb von 60 Sekunden insgesamt. Also er hat nicht mal eine Minute gekämpft. Sein Einlauf war bis jetzt das Längste, was er mit Boxen zu tun hat, mit dieser Veranstaltung. Bruder, akzeptier, du bist kein Boxer, Bruder, geh nicht in den Ring, Alter. Ich akzeptiere auch, Bruder, ich gehe auch nicht in den Ring. Ich bin Musiker, ich bin Rapper, ich gehe Dings, Bruder. Aber geh doch nicht in den Ring, Bruder, um zweimal so zu kassieren. Weil das ist ja nicht mal kassieren, Bruder, man kann ja nicht über kassieren reden, wenn jemand gerade in den Ring gestiegen ist, gerade seine Hände gehoben hat, ja, gerade einmal Luft genommen hat, pack, da liegt, Bruder, ja. Bei aller Liebe, ich habe sehr viel Respekt davor, ja, wenn man in den Ring steigt und kämpft. Und so, muss jeder für sich wissen. Aber Bruder, 2 K.O. innerhalb von 60 Sekunden. Insgesamt, Bruder. Weil ich glaube, das eine K.O. war innerhalb von 30 Sekunden, das andere jetzt auch 30 Sekunden. Lass mal kurz gucken, Alter. Ganz kurz checken wir das mal ab. Ich habe vor, ein neues Format auf YouTube. Ich kann es einfach nur jedem wärmstens empfehlen, der eine geile Geschichte hat oder gute Geschichten erzählen kann, ob die Geschichte wahr oder gelogen ist. Ihr könnt eine Bewerbung einreichen. Ganz einfach, ihr schreibt einfach eine E-Mail, checkt das ab unten in der Bio und ihr müsst da ganz kurz eure Story teasern und wir werden ein Baba-Format machen, Freunde. Da gibt es auch etwas zu gewinnen, aber wichtig für euch zu wissen ist, wenn ihr eine gute Story habt, ob die wahr ist oder nicht, seid dabei. Falls ihr selber wisst, ey, ein Kollege von euch hat eine geile Story oder ihr habt mal eine Geschichte gehört und ihr könnt die aber als eure Geschichte verkaufen, meldet euch auch. Weil wir werden rausfinden müssen, ob die Geschichte wahr oder gelogen ist. MM. Das ist ein Abu Dhabi. Gucken wir mal rein, Alter. So. Let the fight begin. Let the fight begin, Bruder. Jan. 128,5 Kilogramm, nicht ganz so. Und ich muss sagen, bei diesem Kampf habe ich sogar gedacht, guck mal, der Mann ist übergewichtig, dies und das. Ja, aber okay, der ist Profi. Komm, wir gucken rein. Durchtrainiert, wie es aussieht. Bei mir Fabricius. Guck mal, eine Faust gegen. MMA nennt er sich. Guck mal. Und 2. Das Ding ist, Bruder, ich dachte, der Typ, der kann kämpfen, Alter. Was haben die Leute gesagt? Der ist ein Soldat, dies, nun, das, Bruder. Was ist da los? Was passiert? Im Universum boxt ihm aus. Hallo, herzlich willkommen. Feuerlich rein. Okay, guck mal hier, die Dinger, die kommen ja gut, Bruder. Ich sag dir ehrlich, die kommen gut.
Noch kein Wirkungstreffer, aber Bruder, es kommt doch gut, oder? Okay, der Kampf läuft jetzt schon 30 Sekunden. Ja, Janalin ist nicht. Dach, Bruder! Scheiße, Bruder. Nach 30 Sekunden, Amina, Bruder. Nach 30 Sekunden. Okay? Oh mein Gott, Bruder. Schwer Handeln auf die Abordung. Ja, man sollte diese Burschen da nicht unterschätzen. Schwer, Bruder, schwer, Bruder. Unangenehm, ich küsse sein Herz, Bruder. Das ist wirklich schwer, Bruder. Guck mal, wackeln, wackeln und aus ist der Gang. Oh, 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 guck sein Gesicht, der Arme, Bruder, ja. Ich weiß nicht, ob das sein Zähne oder diese Dings Mundschutz ist, aber Bruder, der Arme. Das ist der Kampf. So schnell geht das. Zusammengeklappt. Wenn man auf einen Profi trifft. Also einmal nicht aufgefallen. Krise, Bruder, Krise. Okay, das war der erste Kampf. Wir haben gesagt, scheiße, Bruder, der Bray hat gegen einen Profi gekämpft. So kann es aussehen, weißt du, ich meine, Muskeln sind nicht alles, Bruder. Der ist Profi, der kennt sich aus. Er kann es, weißt du, ich meine? Er kann es einfach, Bruder, da kann man nichts sagen. Sei dir gegönnt, hast Eier bewiesen, Bruder, bist in den Ring gestiegen. Dach! Wie macht man, Bruder, die Overhead direkt gegen den Kiefer. Ist natürlich... Dach, 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 ja, ja, Hombe, hat der diese gekriegt. Okay, Bruder. Das war okay. Wir haben gesehen. Ja, Bruder. Der Arme, der hat bekommen. Jetzt, Bruder, was passiert, Alter? Nummer zwei, Bruder. Guck mal, der Kampf gerade war 30 Sekunden. Okay, wir rechnen zusammen jetzt. Die Kämpfer sind bereit. So, let the fight begin! Gucken wir mal. Okay. Runde 1. Und ich finde, guck mal, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das von Universum die Absicht war, ne? Aber die haben jetzt wirklich für, wie heißt er? Für Kevin Volta so einen ähnlichen Typ gesucht wie Sinan G. Weil eigentlich Kevin sollte ja gegen Sinan kämpfen. Jetzt haben die einen, der auch vielleicht die gleiche Statur, Größe, dies, das, vielleicht auch vom Charakter sehr ähnlich ist, ja? Haben die geholt. Und ich glaube, ein Abu Habib, der hat ja schon gegen, Black Panther gekämpft. Da hat er auch keine schlechte Figur gemacht, hat verloren, aber trotzdem gekämpft. Bruder, es geht doch darum, wenn du in den Ring steigst, musst du auch kämpfen, Bruder. Das ist das Ding. Guck mal jetzt, ding, ding. Okay, 2 Minuten Kampf. Zwischen Rostam Ibrahim und Serhat Güler kann jetzt ja im Prinzip nur noch ein Kampf der Influencer kommen. Man sieht aber schon in der Bewegung, weißt du, ich meine, in der Explosivität sieht man ja schon einen Abu Habib ganz weit vorne, Alter. Der ist viel flinker, viel agiler, sagt man, glaube ich, ja. Gegen Abu Habib, Volta links im Bild. Ey, Bruder, so schnell? Bruder, was war das, Alter? 15 Sekunden? Volta gegen Abu Habib, Volta links im Bild. Ey, Bruder. Ey. Nein, Bruder. Bruder, so schnell? Scheiße, Bruder. Der Kampf davor war 30 Sekunden. Dieser Kampf ist 15 Sekunden. Ich küsse sein Herz, Bruder. Volta links im Bild. Ai, Bruder, das sind 2 K.O.s. Ich hab falsch gesagt. Das sind 2 K.O.s. innerhalb von 50 Sekunden, Bruder. Was ist das? Und er geht K.O. Guck mal, wir müssen uns das nicht nochmal angucken. Ich sag euch ganz ehrlich, vor mein Herz, ja, das sind Worte gerichtet an Kevin Volta. Ich wünsche dir alles Gute, Mann. Du hast gute YouTube-Content gemacht. Weißt du, ich meine, man hat dich gern verfolgt. Du bist Bodybuilder. So, Bruder, du hast einen stabilen Körper aufgebaut. Vielleicht auch mit Stoffen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Bruder, du hast doch im Ring nichts verloren, Alter. Weißt du, ich meine? Bruder, wenn du zweimal so Dinger kriegst, es gibt immer Lucky Punch, Bruder, aber das sind zweimal auf dieselbe Art und Weise gefallen. Du hast nichts an deine Deckung geändert, Bruder. An deine an deine Agilität nicht, Bruder. An deine, weißt du, ich meine, ich weiß ja nicht, was er trainiert hat. Ich habe gehört, der war extra in Thailand und so. Bruder, keine Ahnung, Alter. Ich habe nichts gegen den, ja, aber ey, bei aller Liebe, Bruder. Hör auf damit, Mann. Was soll das? Hör auf damit, Bruder. Ja? Damit schließen wir das Thema ab, Freunde.
An dieser Stelle, Freunde, einige schauen ganz Zeit meinen Kanal zu und haben immer noch nicht abonniert, Freunde. Was lass da los? Abo wir sind da, am Gas geben. Bei 10.000 Abonnenten auf diesem Kanal wird es eine XXL Real Life Story von mir geben. Lass ein Abo da, B. Lass ein Abo da, B.